Auf vielen Packungen findet sich der Begriff N1 oder N2. Diese Ns haben nichts mehr mit neu zu tun, sondern sind ein Kennzeichen für die Normgröße. Und es gibt drei Normgrößen, N1, N2, N3, wobei N1 immer die kleinste Packung ist, im Normalfall für akute Beschwerden oder auch einfach zum Ausprobieren, ob man das Medikament verträgt. N2 ist für eine mittlere Behandlungsdauer und N3 ist dann für eine Dauerbehandlung bei chronischen Patienten. Diese Zahlen sind nicht immer gleich. Man kann nicht sagen, N1 heißt immer 10 Stück oder 20 Stück, sondern es richtet sich inzwischen nach der Erkrankung, die dahinter steckt, oder nach der Arzneimittelgruppe. Und es gibt eine ganz lange Liste, die zur Packungsverordnung gehört, in der man das nachschlagen kann. Das ist natürlich auch für den Patienten verwirrend. Welche Konsequenzen hat das für ihn? Das kommt aus der Packungsgrößenverordnung und soll sozusagen therapiegerechte Packungsgrößen einteilen. Und aus der Bezeichnung geht ja schon hervor, dass es drei Stufen gibt, N1, N2, N3. Und das bezeichnet letztendlich Packungsgrößen für eine N1 für eine Akuttherapie. Da sind also in der Regel wenig Tabletten oder kleine Mengen, wenn es Tropfen sind, enthalten. N2 ist so für die Therapieeinstellung, mittelfristige Einstellung über wenige Wochen. Und N3 ist dann die klassische Dauertherapie bei Typ-2-Diabetikern oder Bluthochdruck oder Parkinson, also solche Arzneimittel, die kontinuierlich genommen werden müssen. Und für jede Wirkstoffgruppe gibt es in der Packungsgrößenverordnung praktisch so eine Einteilung nach therapiegerechten Packungsgrößen. Gibt es auch zum Beispiel, gibt es nicht nur für Tabletten, sondern auch für Zäpfchen und auch für Spritzen gibt es dann. Da ist eine N1 dann eben eine Einerpackung und eine N2 oft 5 Spritzen für Personen, die das eben sich spritzen müssen. Und so weiter. Also das ist eben, damit der Arzt auch eine Orientierung hat, dass er weiß, N1, das ist eine Akuttherapie und N3 ist dann die Dauertherapie. In Kürze gibt es mehr zu einem anderen Begriff bei www.vitafil.de.